Jo, man hat einmal ein paar alte Bilder ausgepackt. Und da möchte ich ein bisschen was erzählen, was mir die Bilder sagen. Es ist nur noch gar nicht so lange her. Und trotzdem sagen mir die Bilder, es hat große Veränderungen gegeben. Wenn ich da vom Zimmer eben durchs Tal ausschaue, auf die Siche, das Biechl unten, noch die Verladestation und die Aufbereitungsstation vom Mangesittwerk. Von dieser Verladestation weg ist eine Seilbahn, muss man dir denken, übers Wangeli hochgegangen, 2800 Meter hoch und dann auf der anderen Seite hoch nach Stuxatal zum Mangesittwerk. Und diesen Bau für diese Seilbahn hat der Cajetan Hutter aus Meierhofen, Baumeister, mit seinem Buben Peter Hutter übernommen. Das war eine riesige Aufgabe. Weil diese Bahn über das Wangeljoch hat 42 Stützen gebraucht. Und diese 42 Stützen waren alle aus Holz, Rundholz, haben sie da hergenommen. Die Hergstaustütze war 42 Meter hoch. Das ist fast so hoch, als wie der Mauerhofer Kirchturm. 5 Meter niedriger. Zweite Hergstau war 28 Meter hoch. Ist ja auch eine Machtsherche. Aber jetzt gehen wir zurück. Wo genau ist denn die Verladestation überhaupt gestanden? Und wenn ist die gebaut worden? Wir wissen, dass 1910 auf der Wiese, hat es geheißen, auf der Stockwiese, an Duxinen ein Innsbrucker Geologe kristallinen Magnesit gefunden hat. Und der hat müssen natürlich untersucht werden. Und da ist der von Duxa und Duxarinnen von der Wiese, von der Stockwiese, also vom Mangesittwerk, wo das Mangesittwerk aufgebaut worden ist, 1700 Meter hoch. Und in diese Mischkerblang haben sie das Erz oder die Stirne, wo das Erz drinnen war, angetragen nach Vorderlanersbach. So hat das angefangen. Und wie es dann so weit gekommen ist, hat es noch lange gedauert, bis es dann endlich der Baubeginn sein hat können. Und das war dann 1926. Also es hat noch 16 Jahre gedauert, bis sie angefangen haben zu bauen. Ich habe schon erzählt, die Stützen, das muss eine unheimliche Arbeit gewesen sein. Vom Bichelweg über den Zieler Ummen, aus Schmiedfeld, weiter rauf über den Knochen Schwemberg, das Horbergtal, durchs Horbergtal, das kennen ja die meisten, müssen sie ein Gefühl stellen, da haben sie dann müssen das ganze Rundholz herrichten für die Stützensweter. Man muss das alles bedenken, wie es war, früher geschrieben und die Leute haben zu der Zeit, auch wenn es geschrieben hat, weitergearbeitet. Wo es dann dazu gekommen ist, wie die Stützen endlich gestanden haben, und auf der anderen Seite auch die Stützen gestanden haben, auf der Haupt müssen das Saal aufgezogen werden. Das Saal ist händisch aufgezogen worden. Es werden schon irgendwie Winden, Hilfsmittel dabei gewesen sein. Aber wenn man das anschaut, wie die das Saal, auf die Bilder, wie die das Saal durch das Saarbergtal gezogen hat, an Schnee, dann muss man, da fährt der Skilift. Weil da ein Mensch hinter einem anderen gegangen ist und hat das Saal gezogen. Übers Wangeljoch drüber, auf der anderen Seite oben. Oben auf dem Wangeljoch hat man natürlich das Motorische für diese Saalbahn eingebaut. Und zwar waren das zwei Motoren, einer hin, einer her, was das ganze Werkel gezogen hat. Man kann sich heute fragen, ja, warum hat man denn die Saalbahn nicht von der Wiese, also vom Mangesittwerk,
Ochen gebaut, ein Stück so toll und dann verdacht außen. Erstens war nicht absehbar, wenn die Straße kommt in Stux. Und zweitens wäre es zur damaligen Zeit mit dem Lastwagen, was es gegeben hat, diese Menge Gestein nicht schnell genug zu transportieren gewesen. Die Straße hat das nicht gepackt und dann war das zu Verstopfungen gekommen, weil es werden sich nur einige erinnern, diese Waage lang, wo es auf dem Mange sieht, angefangen sind, so Hunde haben das gewesen, die haben ja Tag und Nacht, hat man die Fragen gehört, eine Waage nach dem anderen ein, eine Waage nach dem anderen raus, was das Mange sieht, Gestein, das gebrannte und verkleinerte schon, aber es war noch nicht endgültig aufbereitet, da befördert worden ist. Und 1927 hat sie ja schon zu kriseln angefangen. Da war ja schon die Wirtschaft nicht mehr so gut beieinander. Da hat es schon angefangen mit der Arbeitslosigkeit. Und da war natürlich das Mangesittwerk für die Arbeiter, für die Schwerarbeiter, muss man da sagen, eine willkommene Angelegenheit, dass sie da haben können, die Arbeit finden. Und man sieht auf die Bilder, sie haben Winter oder Sommer mal in Hochwinter, wenn zu viel Schneemassen waren, haben sie es schon messen lassen. Aber die ganze Bauzeit für diese Seilbahn, wohlgemerkt, 11 Kilometer lang, über ein Joch von 2800 Meter und auf der anderen Seite Ochen auf 1700 Meter, das war für die damalige Zeit, nicht nur für die Leute, auch für den Baumeister, der nicht händisch umgelegt hat, aber für den Baumeister, der das Technische durchgeführt hat, eine unwahrscheinliche Aufgabe. Und das zu lösen, war großartig. Jetzt habe ich gerade das Bild noch einmal vor mir, wo das Saal vom Mangesittwerk, von der Wiese sozusagen, hinaufgezogen wird. Mitten am Winter, so schaut es zumindest aus, gewesen wird es ein November oder vielleicht ein Oktober, weil doch hat es ja schon können sein, dass so im Schnee war. Aber es gibt natürlich auch ein Bild, wie es ist durchs Horbergtal ziehend. Und das ist interessant, doch wo nämlich noch nicht umgeschnitten. Hingegen auf der einen Seite war schon umgeschnitten. Aber das kann auch eine Zeitdifferenz gewesen sein, dass man es zuerst von Enden her aufgezogen hat und oft auf der anderen Seite hin. Das wundert mich eigentlich, warum sie das Saal nicht von oben hinaufgezogen haben. Aber das wird schon eine Angelegenheit des Transports gewesen sein, dass das Saal bis, das ganze Saal bis auf Mangesittwerk geliefert haben und dann vom Mangesittwerk hinaufgezogen haben. Die Schwagen Antriebsräder und Eisenkonstruktion, die hat natürlich auch müssen alle getragen werden. Sie haben vielleicht teilweise gesamt, das wird man nicht, wird schon der Fall gewesen sein, aber das waren wirklich schwere Gegenstände und ich glaube, dass sie da vielleicht mit Schlopfen und dergleichen gearbeitet haben. Was ich noch dazu sagen möchte, es war ja nicht getan mit der Saalbahn, es hat ja einen Strom gebraucht zu der damaligen Zeit für das Mangesittwerk. Das Böstolnau ist noch nicht gestanden, aber in Meierhofen das Stillup-Klammwerk, das ist gestanden und das hat den Strom geliefert. Da sieht man zum Beispiel, dass die Bahn oben auf dem Wangl eine kleine Kurve gemacht hat. Und zwar haben sie da, wie sie Enten angefangen haben, haben sie müssen eine kleine Kurve machen, damit sie die Richtung zum Mangesittwerk oben gehabt haben.
weil es ist wach gerade ausgegangen und waren sehr noch Lanersbruch gekommen, als wir noch vor der Lanersbruch. Da, auf dem Bild, kriegt man einen Eindruck, was das für Maschinen gewesen sind, was die damalige Seilbahn, die damalige längste Seilbahn Europas für einen Antrieb gehabt haben, was für Gewichte diese Räder und Maschinen gehabt haben. Es sind beim Bau dieser Seilbahn 2 Menschen ums Leben gekommen, das weiß ich, aber ich glaube, Episode, das war keine lustige Zeit damals. Also natürlich, die Arbeiter haben in Schlennen gehaust, muss man sagen, zur damaligen Zeit, die sind nicht jeden Tag auf und da gegangen. Auf dem Bild sehe ich jetzt fast das Gleiche wie auf dem ersten Bild, wo wir vom Zimmer eben angeschaut haben, aus Stall. Aber das Bild ist mindestens 30 Jahre später aufgemacht worden. Die Verladestation steht noch, weil das Magnesitwerk war immerhin 60 Jahre in Betrieb, bis 1976. Und die Aufnahme, schätze ich, wird von 1960 sein. Und auf der Aufnahme sehe ich mir jetzt schon, da ist die Umfahrungsstraße, die auf der Vorlage noch nicht war. Und da sehe ich mir aber auch etwas, was es heute auch nicht mehr gibt. Weil die Verladestation in Bichl, die gibt es auch nicht mehr. Doch steht heute der Kober. Und da sehe ich mir auf dem Bild den Gießen. Das ist auch etwas, was es heute nicht mehr gibt. Und damals war das auch eine wichtige Angelegenheit, dieser Gießen. Und viele von den jüngeren Leuten wissen überhaupt nicht mehr, dass es in Gießen gegeben hat. Aber das, da zähle ich euch aufeinander einmal.